Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Ich bin wieder zurück aus Frankfurt und nun sind alle Aufnahmen wieder relativ frisch und live. Und meine Frisur ist heute so ein bisschen so all natural. Ich habe vorhin geduscht und habe jetzt kein Gel drin, deswegen sehen die jetzt so vielleicht so ein bisschen wuschig aus. Aber ich habe am Dienstag einen Friseurtermin, dann habe ich hier wieder schön... Hier an der Seite alles kurz. Manche sagen dann nicht so aus wie Nazi oder so. Das Thema hatten wir ja, glaube ich, schon mal. Aber alles klar. Aber ich stehe so ein bisschen auf diese ganz kurze Frisur. So diese Undercuts, Sidecuts und so weiter. Finde ich voll geil. Da kann man schon mal so auf 2 mm runtergehen. Okay, aber ich werde jetzt kein Beauty-YouTuber. Macht euch die Frisur, auf die ihr Bock habt. Lasst euch da von mir nichts einreden. Und ich sehe schon, das ist jetzt hier so ein Level, was auf diesen herunterfallenden Eiszapfen aufbaut und da stimme ich zu. Ist vielleicht eine Feuerblume gar nicht so schlecht und ich stelle mich gar nicht so schlecht an und das sieht doch jeder Trottel, dass da oben was ist, oder? Wer rechnet denn da mit einem versteckten Block? Ich wollte jetzt mit einem Wandsprung hoch. Oh, please. Wer rechnet denn da damit, dass... Ich habe wirklich jetzt so Wandsprung, zack, zack, und dann bin ich oben. Also einen versteckten Block hätte ich da einfach mal gar nicht erwartet. Ich denke schon wieder zu skillig. So die ganzen kleinen Kiddies, die würden es ja nicht hinkriegen. Oh, scheiße. Die würden es ja nicht hinkriegen, dann einen Wandsprung zu machen. Dann müssen sie lieber versteckte Blöcke machen, so. Aber nur einer. Und genau gegen den bin ich natürlich gesprungen. So, jetzt sind wir da oben drin. Da wollte ich eigentlich auch rein und hier ist jetzt nicht mehr was. Ich bin jetzt ja wirklich für nichts gestorben, oder was? Wollt ihr mir das jetzt erzählen? Okay, auf die andere Seite kann ich nicht. Ja gut, halten wir fest. Ich bin für nichts gestorben. Und da kann ich doch auch rein, oder? Yeah! Okay, dann haben wir hier die erste Starcoin. Super. Naja, ist ja nochmal alles okay. Die hätte ich eigentlich ganz gern, wenn ich ehrlich bin. Ja! Yeah! Nice! Jetzt ist nur die Frage, ob ich irgendwas verpasst habe. Soll ich jetzt hier nochmal Backtracking betreiben? Soll ich nochmal nachschauen, ob ich was verpasst habe? Naja, ist eigentlich ein relativ linearer Levelverlauf hier. Ich denke nicht, dass wir hier... Na, ich gehe einfach mal davon aus, dass wir nichts verpasst haben. Ja. Frisch aus Frankfurt zurück und wieder alles verlernt. Die habe ich mir mal richtig nice gesnackt. Jetzt muss ich aber was dafür rauswerfen. Ja, den Pilz. Ja, bitte. Oh, wieder frisch aus Frankfurt zurück und erstmal alles wieder verlernt. Aber jetzt war es schon wieder so. Der erste Tod dachte ich ja, Wandsprung war ein versteckter Block. Jetzt beim zweiten Tod dachte ich, oh, ich könnte was verpasst haben. Es ist immer wieder mein Forscherdrang, der mich umbringt. Immer wieder aufs Neue. Ich sollte einfach mal wie so ein stupider, dummdenkender Mario-Spieler denken. Also so wie ich. Nein, Spaß. Nein, es gibt keine dummdenkenden Mario-Spieler. Okay, doch, gibt's schon. Aber die Nintendo-Community ist ja großteils ziemlich niveauvoll, muss man ja mal zugeben. Und das, obwohl es großteils minderjährige Zuschauer sind. Möchte man... gar nicht so erwarten. So, ich gehe wieder hier oben lang, weil ich den Applaus haben will. Yeah. So, da muss ich rein. Ja, super. So, Starcoin 1. Diesmal brauche ich die roten Münzen nicht. Das war knapp. Ich lebe noch. Das ist ein Wunder. Das ist jetzt echt ein Wunder. Hier waren nur Münzen. Naja, gut. Also, Ja, hier ist auch die Halbzeit. Ach, verdammt, hätte ich die halt erst ausgelöst. Na, egal. Egal. Macht nichts. Haltet ihr auch wieder schön was zum Lachen. Auch wenn ich euch in dem Fall lieber nichts zum Lachen... Ja, willkommen zurück, New Super Mario Bros. Wii Zeiten. Ich hab euch doch so vermisst. Warum gehe ich eigentlich immer noch davon aus, ich könnte hier was? Ich weiß nicht, woher dieses Gerücht kommt. Wer das in die Welt gesetzt hat.
So, das habe ich eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. So, der fällt jetzt hier runter. So, können wir jetzt weitermachen. Danke. Ansonsten könnte meine Laune auch nur wieder minimal schlechter werden. Und das will doch keiner. Bam. Nice. Den haben wir direkt gekillt. Jetzt muss ich schauen, wie ich da hochkomme. Gib mir das Cash. So, versteckte Blöcke. Nicht? Ich hätte auf den draufhüpfen müssen, oder was? Ich hätte jetzt wirklich auf den draufhüpfen müssen, um dann... Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Hier sind auch nur Münzen. Mann, ich habe die zweite Starcoin verpasst. So, weg mit dir. Ach, ihr seid doch alle kacke. Das Level läuft schon wieder gar nicht so, wie ich es will. So, mal fette Eiszapfen. Ah, aber hier kann ich unten rein. Ist hier irgendwo was außer da? Ja, okay, dann habe ich halt die dritte Starcoin noch und die zweite habe ich jetzt verpasst. Sehr gut. Ja gut, dann habe ich... Na, dann habe ich wohl noch die zweite Starcoin nachzuholen. Da habe ich nicht damit gerechnet, dass ich da wirklich den Ice Bro benutzen muss, um da hoch in die Röhre zu kommen. Vielleicht sollte ich es auch probieren mit... hier mit einem... Hörnchenanzug reinzugehen. Wir werden sehen, Freunde. Wir werden sehen, wie ich hier die zweite Starcoin noch holen werde. So, jetzt soll es klappen. Yep, jetzt klappt es auch. So, holen wir uns die zweite Starcoin. Alles klar, da ist sie. Super! Na dann, schnell raus aus dem Level. So, dann hätten wir das auch geschafft. Sehr gut. Ich muss sagen, da unten des Pilzers werde ich mal kurz aufheben. Und nun kommen wir in unser erstes Geisterhaus, Freunde. Ich schätze mal auch, hier gibt es einen Secret Exit. Also es gibt eigentlich in jedem Geisterhaus immer einen Secret Exit, wenn ich das richtig im Kopf habe. Peach. Oh, Alter. P-Switch-Paradies. Uiuiui. Das könnte ja fast das erste Geisterhaus aus Super Mario World sein. Und es ist scrolling. Please, no. Ernsthaft, warum scrolling? Kann ich den mitnehmen? Nein, ich kann den gar nicht mitnehmen. Okay. Sagen wir jetzt, ich soll da durch. Ja, was anderes kann ich hier auch momentan noch nicht tun. Die Starcoin da unten bleibt noch unerreichbar für mich. Ah, jetzt juckt es mich überall. Warum juckt es mich? Oh, shit. Was passiert denn hier? Nein, die Räume bewegen sich einfach nur nach oben und unten. Oder rechts und links. Das ist... Okay... Höchst interessant, was hier abgeht. Soll ich die... Ich nehme mal die untere Tür. Einfach nur auf gut Glück geraten. Ich weiß nicht, was hier das Richtige oder Falsche ist. Okay, Moment. Ja, ich muss das nehmen. Ich muss die nehmen. Da komme ich auch so durch. Okay. Und was bringt mir das? Moment mal. Geht es in diesem Raum für mich überhaupt weiter? Hier gibt es doch gar keinen Ausgang. Das ist doch nur ein reiner Münzraum, oder? Also ich bin wirklich maximal verwirrt. Und das habe ich jetzt mal richtig lächerlich verloren. Ja, okay. Dann war das wohl der falsche Raum. Dann war das wohl nur ein reiner Bonus-Münzenraum oder so. Dann nehme ich halt... mal die obere Tür. Scheiße, verpasst. Mal gucken, wie es da weitergeht. Oder vielleicht nochmal durch dieselbe Tür zurück. Den Joke machen sie ja auch gerne, dass man durch die Tür, durch die man kommt, auch wieder zurückgehen sollte. Also, wirklich kein Plan. Okay, ich kann mit dem... Na okay, mit dem P-Switch komme ich da unten rein. Jetzt bewegt sich das auch noch. Was wird denn das hier? Ne, jetzt brauche ich ihn nicht aktivieren. Jetzt aktiviere ich's. Oh, scheiße. Naja, egal. Wir sind hier unten drin. Ist hier vielleicht doch mal so die erste Starcoin oder so oder irgendwas? Was mir sagt, dass ich hier in dem Level vorankomme? Weil ich tapp hier immer noch ein bisschen dunkeln. Okay. Jetzt kann ich mich hier eine Treppe aufbauen. Die ich vielleicht bis zum Ende mitnehmen muss oder so. Ja, tatsächlich! Ey, was ist denn das? Ey,
Boah, wie fies war das denn? Das ist richtig... Boah, das ist so fies. Scheiße. Erstes Darkwind verkackt. Aber ich bin nochmal hier. Soll ich den waghalsigen Sprung probieren? Ich dachte, ich würde wieder sterben. Okay. Ich bin nochmal hier. Aber ich habe den... Doch, den Peace Switch habe ich noch. Okay. Jetzt packe ich's. Jetzt packe ich's. Ah, Gott. Scheiße. Das ist so schwer irgendwie zu timen, wenn sich die Blöcke dann immer mitbewegen und so. Oh Gott. Please. Ja, jetzt ist es passiert. Jetzt bin ich tot. Ey, leck mich am Arsch. Das ist heute mal wieder nicht mein Tag. Das ist mal wieder nicht mein Tag. Nee, lacht euch jetzt alle den Arsch ab. Wie ist verkackt in 2D, Marius? Ja, bin ich vielleicht auch, aber ich spiele sie trotzdem ultra gerne. Ich freue mich auf jede NSMBU-Aufnahme. Und auch auf jede NSMBU-Aufnahme. Die 2D-Marios taugen mir. Auch wenn sie mich zum Verzweifeln bringen. Ich erinnere nur an NSMBU. Hallo, würdet ihr mich bitte da rüberlassen? Danke. Yeah! Oh, NSMBU, vorletztes Level. Ey, ich bin verreckt. Ich saß da über eine Stunde dran. Das werde ich nie vergessen. So. Die obere Tür muss ich nehmen, weil die untere Tür nur Bonus-Content. Jetzt habe ich sie wieder verpasst. Oh, please. Dead Geist aus. Und vor allem den Secret Exit muss ich ja auch noch finden, ne? Der findet sich ja auch nicht von allein. Den gibt es ja auch noch irgendwo. An einem ominösen Ort, von dem ich nicht weiß, ob überhaupt existiert und so weiter. Oh, Jesus. Muss ich mal hier rüber. Jetzt muss ich kurz warten. Na, 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 na. So, ich kann es eigentlich jetzt schon aktivieren, ne? Jetzt hüpfe ich über dich drüber. Dann gehe ich da rein. Und jetzt hole ich bitte die Starcoin. Denn die Tür ist wirklich nur, das ist nur ein reiner Starcoin-Raum. So, jetzt halt. Das gibt's doch nicht. Ja, ihr Pisser, ich hab's. Achso, es war die zweite, ja klar, weil wir die erste ganz am Anfang schon gesehen haben, aber noch nicht hinkamen. Oh Gott, ich hatte schon Angst, dass ich die erste verpasst habe, aber das ist ja in den Geisterhäusern, darf man ja die Reihenfolge der Starcoins nicht so für... Muss ich doch wieder durch dieselbe Tür zurück? Da unten geht's weiter? Echt jetzt? Da unten geht's tatsächlich weiter. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil angenommen... Ich glaube, ich weiß, wo es weitergeht. Ich glaube, ich weiß, wo es weitergeht. Lass mich mal eben kurz was nachschauen. Habe ich es mir doch fast gedacht. Vielleicht hätte ich unten auch noch reingehen können, aber ich nehme jetzt einfach mal die Tür. Mit der bin ich schon gar nicht so unzufrieden. So, ich bin durch die untere Tür gekommen, ne? Die untere Tür war's. Was ist damit denn hier? Ein Schild? Was da? Ah, Moment. Geht's da? Ich glaube, die Schilder sollen mir sagen, dass ich, wenn ich den P-Switch aktiviere, hier rein kann. Oh yeah. Was ist jetzt hier? Ich bin einfach nur voll verwirrt, weil ich nicht weiß, was der richtige Weg ist, was der Weg zu den Starcoins ist und so weiter. Okay, wenn ich hier hüpfe, dann kann ich mir hier das Ganze... Okay. Höchst interessant, was hier abgeht. Ich habe keine Ahnung, wo Starcoins sind. Wo ich... Okay, jetzt bin ich draußen. Warum auch immer ich jetzt draußen bin. Oder wo auch immer die letzten beiden Starcoins... The fuck? Oh yeah, Mario time. Ey. Ich habe gar nichts geschnallt. Null, nada, niente. Mir fehlen zwei Starcoins, mir fehlt der Secret Exit. Ich gehe da eigentlich mit fast null raus.
Ja, okay. Dann überprüfen wir mal die ganzen Türen, die wir jetzt nicht gefunden haben. Ich glaube, weil ich die Rätsel so schnell gelöst habe, kam ich gar nicht in die Räume, wo... Wie komme ich denn überhaupt hier rein? Was ist das denn? Moment mal. Ist es auch dasselbe Spielchen mit den Münzen? Hätte ich mir doch fast... Nein, hätte ich mir nicht denken können, weil ich das erst danach geschnallt habe. Ja, okay. Haben wir Starcoin 1 schon mal. Ziemlich easy geholt. So. Die obere Tür nehmen. Ich bin schon wieder nicht reingekommen. Leck mich doch am Arsch. Aber mir fehlt immer noch Starcoin 3. Aber ich glaube, ich kann schon mal relativ zuversichtlich... Ja, ich kann mir vielleicht grob vorstellen, wo sie sein könnte. So. Da können wir rein. Ja, vielleicht könnte ich da noch weiter rüber. Das kann auch sein. Naja, aber in dem Raum schaue ich mich jetzt erstmal um. Hier habe ich mich ja relativ wenig umgeschaut. Ich habe ja die Türen gar nicht probiert. Okay, die ist schon mal fake. Die ist nicht fake. Okay, der sagt, ich soll hier reingehen. Kann ich dem trauen? Jetzt komme ich wieder unten raus. Okay, dann ist die wahrscheinlich auch fake. Und dann probiere ich noch die. Hier war ich ja auch nicht drin. Das ist schon ein bisschen interessanter. Wenn nicht viel, aber ein bisschen. Hui! Aber herbringen tut es mir nicht sonderlich viel, ne? Sind irgendwo versteckte Wände irgendwo da oben oder so? Nee, sieht nicht so aus, ne? Nee. Okay, dann war das auch noch ein Bonusraum. Ja, okay, da muss ich wirklich die Tür da unten nehmen. Vielleicht muss ich bei diesem anderen Raum mit dem, mit diesem Aufzugspielchen da. Da, wo immer, wenn ich hüpfe, dass da das nach oben geht. Ihr wisst schon, halt da dieser letzte Raum. Okay, hier ist jetzt der Raum. Alles klar. Der sagt mir jetzt, dass ich da rein kann. Okay, die Münzen habe ich gesammelt. Ich kann schon. Okay, weiter rüber komme ich nicht. Okay, dann werde ich jetzt ganz, ganz viel nach oben hüpfen. Oder vielleicht mal die Türen ausprobieren. Die habe ich auch noch nicht ausprobiert. Okay, fake. Da kann ich rein. Ja, so ein Raum. Witzig. Ich lache. Hahaha. Haben sich die Entwickler mal wieder einen richtigen Spaß erlaubt? Hier habe ich auch noch nicht reingeschaut. Okay, nochmal eine Feuerblume. Ja, okay. Dann werden wir das Ganze nochmal so machen. Einfach so schnell wie möglich nach oben. Scheiß drauf. Da oben in der Wand könnte was sein. Das ist der einzige Raum, wo ich mir noch was vorstellen kann. Aber ich komme nicht mehr weiter nach oben. Scheiße! Ich habe schon wieder verkackt. Darf doch nicht wahr sein. Aber ich wette, da oben ist was. 100 pro. 100 pro für die Menschen, die da schnell genug sind. Da ist was. Ich habe halt den Anfang ein bisschen verkackt, muss man natürlich auch sagen. Okay, aber jetzt werde ich schneiden. Noch ein drittes Mal werde ich euch das Ganze nicht antun. Ich muss es mir nochmal antun. Okay, aber ich hoffe, jetzt beim dritten Mal klappt alles. Oh, dieses Geisterhaus. Jesus. Da war sie. Ja, boah, ey. Ich glaube, vierter Versuch oder so. Krieg langsam das Kotzen, aber jetzt hat's geklappt. Also, zweite Starcoin, Secret Exit. Was genau ist jetzt hier? Auf was kann ich mich hier einstellen? Okay, irgendwie so ein Parcours. Um zur dritten Starcoin zu kommen. Oh yeah. Secret Exit auch? Oder muss ich das nochmal extra suchen? Ah, nein. Das sieht nach einem Secret Exit aus, weil der Ausgang vorhin sah nämlich nicht so aus. So, schauen wir mal, was mir hier vorgegeben wird. Oh yeah, sogar mit Trampolins One-Up bekommen. Woohoo! Sehr cool. Ja, dann haben wir es doch gepackt. Ist ja cool. Ja, nee, irgendwie war halt dieses nach oben hüpfen noch so die einzige Chance, wo es sein konnte. Dann musste man echt präzise sein. So, wo geht denn der Secret Exit schon wieder lang hier, diese
Wanderung nach Canossa. Diese ewig langen Wege. Zu einem Kistenlevel. Okay. Wie ihr wollt. Dann zocke ich halt ein Kistenlevel. Habe ich kein Problem mit. Ich denke, das können wir noch reinpacken. Auch wenn der Part vielleicht ein bisschen länger wird. Ich habe gerade nicht genau im Kopf, wie lange er ist. Aber ich denke, wir können hier noch das Level auf jeden Fall reinpacken. Sonst hätten wir nur zwei heute gehabt. Das wäre ein bisschen lame. Kalros Karambolage. Eiswürfelfälle. Kalros. So heißen die. Nehme ich mal an. Die haben gleich ihr eigenes Level. Okay, kapiert. Man muss sie zweimal treffen. Ich möchte eigentlich schon gerne hier bei meiner Feuerblume bleiben. Also, ich sehe jetzt keinen Grund, hier zur Eisblume zu wechseln. Boah, die kann ich als Trampolin verwenden. Okay, nochmal. Okay, ich muss nur lang genug draufbleiben. Testen wir es nochmal. Okay, ich muss dann noch im richtigen Moment hüpfen. Aber ich glaube, hier ist noch nichts. Okay, was wird denn das hier? Worauf muss ich mich hier einstellen? Auf diese Kahlrösser. Ja, okay. Da bin ich schon irgendwie drauf gekommen. Okay, und wenn ich im richtigen Moment hüpfe, haben die hier auch einen Trampolineffekt. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Und du machst mal einen Abflug. Danke. Hier nochmal eine Eisblume. Warum kriegt denn hier mal Eisblumen? Eine Feuerblume ist doch viel cooler, oder? Zack, einmal weg mit dir. Sonst ist hier aber auch nichts. Ich hab... Okay. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ja, okay. Die Starcoin ist... Okay, man sieht sie nicht auf den ersten Blick. Das stimmt. Dann ist sie vielleicht ein bisschen fies. Aber ich habe sie zum Glück gesehen, weil ich hoch genug gehüpft bin. Und dann passt das Ganze. Da haben wir nur Münzen. Und hier haben wir eine Eisblume. Okay. Oh nein, da hätte ich die Cooper-Shell gebraucht. Cooper! War nicht so gemeint, Mann! Okay, ich glaube, es leben keine Koopas mehr. Ich glaube, es lebt gar nichts mehr. Ich hinterlasse ja eine einzige Spur der Verwüstung. Aber wir können ja gleich abchecken, was da drin ist. Wenn da eine Ranke drin ist, habe ich verkackt. Ich traue mich nicht. Kommt hier nochmal einer? Jetzt wurde ich auch noch getroffen, weil ich den Koopa gesucht habe. No! Hey, hier ist eine Röhre. Schauen wir erstmal hier rein. Wenn hier die zweite Starcoin ist, dann bin ich voll zufrieden. Ja, hier ist sie. So, weg mit dir. No, jetzt hat er mich wieder nach oben gehauen. Ernsthaft? Zack, jetzt weg mit dir. Und es ist die zweite Starcoin. Da wird es wahrscheinlich nur bei der Cooper Shell ein One-Up sein. Dann lasse ich das mal in Ruhe. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Sind ja schon bei 76 mittlerweile. Und übrigens, da... Scheiße. Übrigens, danke für die ganzen Kommentare und so weiter. Ich hoffe, die Facecam ist jetzt an einer... Danke nicht für die Kommentare. Doch. Au! Oh, ich hab gerade meinen Finger zwischen Schreibtischstuhl und Schreibtisch eingeklemmt. Weil immer, wenn ich so hüpfe, dann geht die Federung kurz runter. Da habe ich meinen Finger rein, da ist die Federung von meinem Schuh wieder nach oben und hat voll meinen Finger eingeklemmt. Das war die Strafe Gottes dafür, dass ich euch gerade beleidigt habe. Leute, ich liebe euch. Okay, jetzt habe ich euch gelobt. Jetzt möchte ich, dass das Level auch reibungslos klappt. Ich wäre schon wieder fast gestorben. Gott! Sei nicht so fies zu mir, please. Ich lobe meine Abonnenten. Ich habe es schon oft genug getan. Okay, jetzt skillen wir uns hier durch. Oh, hier. Das war sogar wirklich skillig. Ja, ja, das hättet ihr jetzt nicht erwartet, gell? Ich kenne euch schon. Ihr hättet jetzt gedacht, haha, jetzt stirbt er aber. Warum sind die jetzt auf einmal so weit versunken? So, weg mit dir. Dann schauen wir kurz, was hier drin ist. Eine Eisblume, super. Ja, nee, jetzt bin ich optimistisch. Jetzt habe ich Gott auf meiner Seite. Zumindest hoffe ich das. So, dich können wir kurz vereisen. Dann habe ich hier ein Sprungbrett. Optimal, Starcoin Nummer 1 ist bei mir. Okay, hier kann ich auch kurz... Oh, da hätte ich fast skillen können. Verdammt. Okay, dich hab ich kurz vereist. Jetzt habe ich dich auch als Sprungbrett. Vielleicht ist die Eisblume hier wirklich gar nicht so schlecht. Und ich liebe die Grafik von vereisten Gegnern auf der Wii U. Ich finde, das sieht richtig, richtig nice aus. Diese vereisten Gegner. So, du machst mal einen Abflug. Und dir gebe ich auch. Oh, ich wollte den vereisen. Schade, da wurde ich getroffen. Aber ich habe noch ein Item, was ich noch nicht geholt habe. So, wir sind wieder am selben Stand wie vorher. Innerhalb von einer Minute sind wir da. Kein Problem. Ich bin Hübi, der Skiller. 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 Skiller.
Skiller. Okay, der hat seine Kugel gekillt. Und deswegen sterbe ich. Ich wollte sagen, ich zerleg was. Aber ich zerleg nicht mein Mikrofon, Alter. Facecam war eine scheiß Idee, weil ihr meine ganzen Ausraster seht. Oh, scheiße. Irgendwas habe ich hier mit meinem Schreibtisch getan. Ich soll das Level schnell zu Ende bringen, Mann! Weil ich leide. Ich spiele schon wieder zu hektisch. Das Phänomen, was ich schon so oft erklärt habe. Ich spiele zu hektisch. Und wenn ich hektisch spiele, spiele ich unüberlegt, lass mich leicht treffen, sterbe häufiger und dadurch dauert das Ganze nur umso länger. Ich kenne die Lösung des Problems, aber halte mich nicht daran. Weil ich das irgendwie nicht für sinnvoll erachte. Keine Ahnung. Okay, der skillt sich an meiner Koopa-Shell vorbei und trifft mich dann. Alter, sind die Bots hier auf schwer eingestellt oder was? Der hätte mich fast getroffen, habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Die Koopa-Shell hätte mich fast getroffen, ey. Dann... Du bist so ein Wichser. Ich beiß in den Schreibtisch, Alter. Okay. Okay. Der Part dauert schon 38 Minuten. Aber kein Stress. Kein Stress! Ich mach das! Ja! Ich mach das, oder? Ich mach das. Und scheite an einem Karlross. An einem Karlross, Alter. Allein wer so einen Namen schon trägt, sollte nicht das Recht haben, mich zu treffen. Diese Scheißkisten, Alter, die machen mich so wahnsinnig. Muss ich aufpassen. Gibt's echt sowas wie einen Noob-Block? So einer, der kommt, wenn man zu oft stirbt. Wenn der jetzt gleich kommt, dann ist der Part zu Ende. Puh, ihr habt Glück gehabt. Den gibt's aber, glaube ich. Alter, wenn der Noob-Block kommt, Alter, dann hier. Dann ist Feierabend, das sage ich euch aber. Weißt du, ich bin ja so voll der niveauvolle LPer, ne? Ich achte ja auf das Niveau und so, Alter. Aber wie willst du bei sowas aufs Niveau achten? Amena, weg mit dir. Stirb. Bam, er ist down. Ich hab den Pilz. So. Oh, nice, drüber geskillt. Oh, scheiße, jetzt hab ich den Block kaputt gemacht. Das ist weniger... Oh yeah. Der kommt mir gleich entgegen. Dessen bin ich mir bewusst. So, hier die Eisblume gönne ich mir mal. So, die gönne ich mir mal eben ganz, ganz schnell. So, da war auch einer. Ich hasse die Kisten. Ich hasse sie. Es ist so ätzend, sich auf denen zu bewegen. So. Star Coin 2. Und dann möchte ich mal neue Bereiche des Levels sehen. Aber ich glaube, mit Eisblume, ich muss die Eisblume behalten. Weil so weit war ich mit Eisblume noch nicht. Oh ja, du bist down, du Pisser. Karlross, Alter. Karlross, ey, der Name schon. Und von solchen Lappen lasse ich mich ja auch noch zur Sau machen. Zur Schnecke eher. Zur Sau ist, glaube ich, was anderes. Sprichwort technisch gesehen. So, weg mit dir. Da unten kann ich doch vielleicht rein. Das sieht mir doch so aus, als ob ich da rein kann. Schauen wir doch mal nach. Oh ja, yeah, da kann ich rein. Ist hier was? Ein One-Up. Kann ich gebrauchen. So traurig, wie es ist. Ist da oben was? Nein. So, weg mit euch. Dann schauen wir mal nach, was hier noch so auf uns wartet. Alles klar. Alles klar, ich verstehe schon. Nur weg mit dir. Wo könnte hier die letzte Starcoin sein? Da oben. Da oben. Ist sie? Ist sie hier? Ja, ist sie. Ja, ich lasse mich von dem auch noch treffen. Aber ich habe das One-Up und bin raus. Leute, lasst 1000 Likes für den Scheiß hier da. Damit das Projekt nicht abgebrochen wird. Nein, wird es nicht. Ich mag es ja.
Aber das war mal wieder eine Folge auf höchstem Niveau, würde ich behaupten. Habt noch einen schönen Tag, Freunde. Und haut rein. Euer Hübi.